Guten Tag, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. In diesem Video kommen wir zum zweiten Teil der siebenteiligen Serie Aufgaben von Männern und Frauen in der Brautgemeinde Jesu Christi. Dieser zweite Teil beschreibt die Aufgaben der Männer in der Brautgemeinde und die notwendigen Voraussetzungen. Denn nicht jeder x-beliebige Mann kann alle Positionen in einer Gemeinde einnehmen. Das Neue Testament schreibt klar vor, welche Voraussetzungen ein Mann für welche Position mitbringen muss. Zunächst suchen wir mal die Bibelverse raus, welche etwas über die Männer in der Gemeinde berichten. Die ersten Ämter für die Gemeinde setzte Jesus selbst ein, als es die Gemeinde als solches noch gar nicht gab. Es waren die ersten 12 Apostel, so wie wir es in Matthäus 10 in den Versen 1 bis 6 lesen. Wir wissen aus den 4 Evangelien, dass Jesus auch sehr viele Jüngerinnen hatte und dass ihnen auch viele Frauen gedient haben. Aber die Amtsgabe der Apostel und den Auftrag, seine Herde zu weiden, gab Jesus ausschließlich, also zu 100% nur Männern. In Apostelgeschichte 1, die Verse 23 bis 26, wird durch Losentscheidung die Position vom Verräter Judas mit dem neuen Apostel Matthias ersetzt. In Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4, bekamen diese 12 Apostel als erstes den Heiligen Geist. Diese 12 Apostel sprachen direkt danach in den unterschiedlichsten Sprachen, um den anwesenden Menschen in Jerusalem das Evangelium zu verkündigen. An diesem ersten Tag der Gemeinde wurden durch sie nach Vers 41 3000 Seelen getauft. Petrus verspricht in Vers 38, dass sie danach auch den Heiligen Geist empfangen werden. In Apostelgeschichte 6 werden dann die ersten 7 Männer eingesetzt, welche administrative Aufgaben erfüllen sollten. Auch hier wird wieder deutlich, dass ausschließlich Männer solche administrativen Aufgaben erledigen dürfen. Die Amtseinführung wird mit den Händeauflegen der Apostel gemacht. Später erfahren wir, dass diese Männer auch gepredigt haben. Das steht zum Beispiel in Apostelgeschichte 7 und in Apostelgeschichte 8, die Verse 5 und 26 bis 40. In Apostelgeschichte 8 hat Samarien das Wort Gottes auch angenommen und es wurden viele getauft, aber der Heilige Geist fiel noch auf keinen. Erst als die Apostel Petrus und Johannes ihnen auch die Hände auflegten, kam auch über sie der Heilige Geist. In Apostelgeschichte 11, Vers 27 lesen wir etwas von Propheten, welche von Jerusalem nach Antiochien herabgingen. Bei diesem Personenkreis liest man nirgends etwas von einer Amtseinsetzung durch Menschen, denn Gott selbst beruft sie, genauso wie auch im Alten Testament. Bei 1. Timotheus 3 sagt Paulus, was notwendig ist, wenn Timotheus einige Brüder zu Aufsehern, was Bischöfe sind, oder Diener, was Diakone sind, macht. Hier gibt es also auch, wie bei den Aposteln, sozusagen eine Amtseinsetzung durch Menschen. Dabei müssen diese Männer mehrere Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt in Frage zu kommen. Zum Beispiel ist es wichtig, dass sie verheiratet sind, und zwar mit einer Frau. Das war bei den liberalen Griechen anscheinend nicht selbstverständlich, wie auch heute wieder. Und sie sollen schon Kinder haben. Es sollen ehrbare Männer sein, welche durch ihre eigene Familie schon ihre Lehrfähigkeit für die eigene Familie bewiesen haben, so dass ihre Familien folgsam und gottesfürchtig sind. Falls dies nicht der Fall sein sollte oder sie noch Neulinge im Glauben sind, dürfen sie so ein Amt nicht erhalten. Im Vers 11 wird auch speziell darauf aufmerksam gemacht, dass die Frauen von diesen Brüdern ebenfalls
ehrbar sein müssen, keine Lästerinnen, nüchtern und treu in allen Dingen. Es reicht also nicht, wenn der Mann alleine die richtigen Voraussetzungen mitbringt, sondern er muss mit einer Frau verheiratet sein und seine Frau muss ebenfalls die nötigen Qualifikationen haben. Beide werden also als Gespann betrachtet. Dieses Gespann, in dem der Mann und die Frau als Einheit gesehen wird, ist ein ganz gravierender Schlüssel zum Verständnis vom Worte Gottes, speziell zu diesem Thema. Später erfahren wir noch, dass dieses Gespann von Mann und Frau direkt mit Jesus und der Brautgemeinde verglichen wird. Weiter wird im Text noch verlangt, dass der Mann mit seiner Familie schon bewiesen haben muss, dass er einer kleinen Gruppe von Menschen gut vorstehen kann und sie zum gottesfürchtigen Leben anhalten kann. Damit man meine eben getroffenen Aussagen selbst überprüfen kann, lese ich jetzt aus 1. Timotheus 3 die Verse 1 bis 13 aus der Elberfelder Bibel von 1905 vor. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen? Nicht ein Neuling, auf dass er nicht aufgebläht ins Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass er nicht in Schmach und in einen Fallstrick des Teufels falle. Die Diener desgleichen, würdig, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Lass diese aber zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Weiber desgleichen, würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien eines Weibes Mann, die ihren Kindern und den eigenen Häusern wohl vorstehen. Denn die, welche wohlgedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christo Jesu ist. Zum Titus sagt Paulus sinngemäß das Gleiche in Titus 1. Also bei allen drei Ämtern, sowohl für die administrativen Aufgaben, bei denen es noch nicht wichtig ist, dass die Männer verheiratet sind, als auch für Aufseher bzw. Bischöfe und für Diener bzw. Diakone, ist es eine zwingende Voraussetzung, dass sie Männer sind. Bei den letzten beiden sogar mit einer Frau verheiratete Männer, welche schon Kinder haben und diese Familien harmonisch und gottesfürchtig sind. Man könnte einwenden, dass Paulus selbst ledig war und dass er diesen ledigen Stand sogar hoch gelobt hat, wenn man ihn, diesen Stand, absichtlich hat, damit man Gott mehr dienen kann. Aber Paulus selbst hatte gar kein Aufseheramt in einer Gemeinde. Was wir an diesen Beispielen mit den Voraussetzungen für Ämtern gesehen haben, wird im Umkehrschluss auch noch einmal direkt in 1. Korinther 14, Vers 34 und in 1. Timotheus 2, Vers 12 angesprochen, in dem explizit darauf hingewiesen wird, dass Frauen diese Voraussetzungen schon deshalb nicht erfüllen können, weil sie Frauen sind. Eigentlich wären diese beiden Verse schon überflüssig, wenn man die Voraussetzungen für Ämter durchliest.
dass es heute sogenannte christliche Kirchen gibt, in denen Frauen predigen, kann ich mir nur damit erklären, dass sich diese Kirchen ganz bewusst gegen Gottes Wort entschieden haben. Teilweise versuchen sie das sogar mit der Bibel zu begründen, indem sie sagen, Paulus lässt doch Pastorinnen grüßen. Das ist aber eine bewusste Lüge, weil das nirgends in der Bibel steht. Um so etwas erkennen zu können, muss man aber selbst die Bibel kennen. Also jeder Christ ist wirklich dafür selbst verantwortlich, sie zu lesen. Und dass sich andere Kirchen damit schwer tun, klar Stellung zu beziehen, dass keine Frauen in ihren Kirchen jemals predigen werden, kann ich mir auch nur damit erklären, dass die Kirchenführung bereits innerlich gegen Gottes Wort rebelliert. Liebe Geschwister, lasst euch nicht verführen durch die Lehren von Menschen, sondern nehmt alleine das Wort Gottes als einzigen Maßstab. Wie wir heute gesehen haben, war selbst einer der 12 Apostel, welche Jesus selbst einsetzte, ein Verräter. Am Ende der Zeit der Gemeinde, wo der große Abfall bereits voll im Gange ist, wird es noch sehr viel mehr Judasse geben. Liebe Geschwister, wenn es Ihnen ein Herzensanliegen ist, zur Brautgemeinde Jesus Christus zu gehören, dann müsste es doch auch ein Herzensanliegen sein, das zu tun, was unser Bräutigam möchte. Mit dieser Herzenseinstellung, welche dann auch zwangsläufig Taten zur Folge hat, kommen wir dann auch garantiert in sein Reich hinein. Bis zum nächsten Mal, vielleicht schon dort. Maranatha!